herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video. Wir spielen den diesmonatigen PS Plus-Titel im Mai 2016, TTR World Tour. Ja, das hatte eigentlich noch einen längeren Namen. Ich weiß es jetzt nur nicht mehr. So, wir müssen uns zunächst ein neues Auto kaufen. Ja, zum Glück haben wir am Anfang direkt schon Geld. Komplett für lau. Wir können mehr Münzen gewinnen, indem wir halt ja Rennen fahren. Gehen wir shoppen. Oh Gott, ist der süß! Der ist ja Hammer. Geil, wie so kleine Matchbox-Autos. Oh, der ist cool. Kann ich den... Nee, den kann ich gar nicht kaufen. Ja, nehmen wir den hier. Den Giftgrün. Aber ich sehe gerade, links gibt es noch andere Kategorien. Die Musik ist auf jeden Fall irgendwie cool. So, Street Racer. Okay, wir können uns nur so ein kleines Äffchen holen. So, dieses hervorragende Einsteigerauto hat viel Charakter und einen Rund um gute Performance. Driftfähigkeit. Oh, das kann ich ja gar nicht. So, natürlich mehrere Level bzw. Upgrades freischalten durch Erfahrungspunkte sammeln. Ich muss mal gerade die Musik ein bisschen leiser machen, sonst werde ich ganz bescheuert. Vielleicht könnt ihr mich jetzt auch besser verstehen, das dröhnt einfach so super in meinem Ohr. Ja, gehen wir mal. Fangen wir mal als Amateur an. Sparkplug-Trophäe. Hört sich irgendwie merkwürdig an. So, um eine Meisterschaftstrophäe zu gewinnen, musst du erst alle Events und zuletzt das Finale mit mindestens einem Bronzestern abschließen. Gewinne Sterne, erhalte Münzen, verbessere dein Auto und gewinne Events, um neue Meisterschaften freizuschalten oder um uns ein neues Auto zu kaufen von diesen ganzen schönen, die wir eben gesehen haben. Kampfrennen, Starterfeld, ringt mit offensiven, defensiven Power-Ups um die Oberhand. Also das, mein erstes Bild war jetzt gerade hier so Mario Kart mit den mit diesen Diamanten. Sammle Waffen, ja klar, ist alles dasselbe Prinzip. Ah, da gab es jetzt vor 3 Monaten schon mal einen Titel, wie hieß der nochmal? Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Hardware Rivals, genau. Genau das war's. Cool, Rückspiegel haben wir auch. Kamera ranzoomen, wegzoomen, Auto zurücksetzen, Power-Up-Waffe abrufen. Okay. Oh, der ist ja goldig. Wow! Niedlich. Kein Feuerwerk verschießen. Mal schauen, was es alles hier so im Petto gibt. Ich hoffe, dass ich hier nicht von der Kante falle. Wo kann ich das denn sehen? Okay, unten rechts. Wir haben anscheinend eine Bombe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die... Okay, nur nach hinten verschießen kann. Eine Mine war es gewesen. Gut, wir haben jetzt eine Rakete, die wird wahrscheinlich nach vorne abgeschossen werden. Ich würde jetzt mal einfach die Assoziation zu dem roten Panzer vermuten, was auf jeden Fall sein Ziel trifft. Hey, hast du gewonnen? Ich habe gewonnen! Yeah. Alle 3 Sterne. Aber das war jetzt auch nicht sonderlich schwer, muss ich sagen. Ich denke mal, mit steigender Anzahl der Level werden die Steigen auch schon komplexer und schwieriger werden. Was haben wir jetzt? Zeitrennen? Gut.
gut. Also wir müssen verschiedene Kategorien von Rennen bestehen. Wir fahren eine heiße Runde und zwar haben wir 90 Sekunden, um eine der besten Runden hinzulegen. Alle Power-Ups und Turbos, ihr richtiger Einsatz kann deshalb entscheidend sein. Ja, okay. Wie gesagt, Mario Kart-like. Aber die Welt, die sieht da auch ganz nett aus. Hey, das macht Spaß. Ja, cool. Ich finde auch die Levelgestaltung ganz nett. Na gut, wir schauen, dass wir was wir hinkriegen. Wie kann man denn driften? Okay, die Runde war jetzt eigentlich voll für den Arsch. Okay, das war jetzt schon besser. Ah, fuck. Verpasst. Nein! Ah, ich bin Depp. Naja, okay, eine gute Runde haben wir, ne? Haben wir. Ja, jetzt habe ich ja alles verpasst. Vielleicht reicht ja auch die eine Runde. Ah! Bitch! Ja, ich weiß, so eine Zeit läuft ab. Mal gucken, ob die eine Runde es gewesen war. Ob es gereicht hat. Yeah! Subi. Na, wir kriegen diesen Pokal schon noch. Ja, strategische Verwendung der Power-Ups und auf gut Deutsch gesagt, fahr bitte nirgendwo gegen. Bremsen ist da oben. Ja. Ich dachte, es gäbe noch so eine Art Handbremse oder so. Aber. Oh, falsche Taste gedrückt. Ich wollte mit X losfahren. Nein. Oh, geil. Diese Kätzchen habe ich auch zu Hause. Ja, okay, also man kann auch gegebenenfalls Hindernisse auf den Strecken einfach aus dem Weg räumen. Also es ist alles, boah, kein Zwang daran vorbeizufahren. Oder sich daran vorbeischlängeln zu müssen. So, ich glaube so ein... Fuck, so ein bisschen habe ich es jetzt raus. Ich habe das Gefühl, wir sind hier in der Sushi-Küche. Sehr geil, ich liebe Sushi. Das war natürlich scheiße. Ja, okay, trotzdem noch schlecht genug, um 3 Sterne zu erhalten. Aber es ist cool, es macht wirklich Spaß. Also, wenn ihr sowas mögt wie Mario Kart oder ähnliches, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall gönnen. Also diesen Monat bin ich aber echt zufrieden, was es da jetzt an Plus-Content für die PS4 gab. Ah, jetzt habe ich nicht gelesen. Was war das jetzt? Okay. Aktive Power-Ups. Scheint jetzt
wieder ein ja, richtiges Rennen zu sein, keine Herausforderung, keine Challenge. Ja, der Bus ist ja geil. Boah, wie gemein. Was hat man hier alles lahmgelegt? Scheinen auch tatsächlich dann jemanden getroffen zu haben. Egal. Geheime Münze gefunden. Okay, das habe ich jetzt verschossen. Die müssen in meiner Nähe sein. Schade. Ich habe gedacht, das wäre wirklich so eine Art Suchrakete, aber das ist dann auch mehr Glück. Nicht so funktioniert, aber egal. Yeah! Huh! Schon wieder Erster. Ne, echt, die Assoziation zu Mario Kart ist gerade so groß bei mir und irgendwie macht es deswegen auch fast noch mehr Spaß. So, und wir holen uns jetzt den Pokal, ja, komm mal, was wolle. So viel Zeit müsst ihr jetzt mitbringen. Ja, auch wieder ein Rennen. Oder was heißt heiße Runde? Kriege ich direkt Hunger. So heiße Runde ist, glaube ich, wieder die beste Zeit. So, ja, mit den ganzen, ja, hier mit den Power-Up-Dingern. Das war dann mal eine gute Runde gewesen. Ja, Mist, verpasst. Leider verpasst und das auch schon wieder verpasst. Das gibt's ja nicht. Ja, wenigstens habe ich eine gute Runde gemacht. Da war auch wieder eine von diesen XP-Münzen da oben schon wieder. Ja, fuck, ey. Total. Wow. Total daneben. Naja, hat aber anscheinend doch noch gereicht. Also hier müssen wir jetzt wirklich super schlecht sein, dass man das nicht schafft. So, the last one. Pures Rennen. Komm schneller ins Ziel als die anderen Fahrer. Es gibt keine Power-Ups. Hier zählt nur die reine Fahrkunst. Faires Fahren ist optional. Natürlich, das haben wir verstanden.
schlagt ihr euch da vorne richtig rein. Penner, ey. Okay, das war jetzt ein bisschen gemeint. Ist aber ja nicht schlimm. Problemlos gemeistert. Wir haben uns den ersten Pokal geholt. Super Sache, also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Das macht unglaublich viel Spaß. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie so Mario Kart affin seid, holt euch das. Das ist wirklich lustig. So, die Sparkplug Trophäe. Ah ne, noch ein Meisterschaftsfinale. Okay, komm, das machen wir auch noch. Das ist ein Event, das aus mehreren Rennen besteht. Erziele in jeder Finalrunde so viele Punkte wie möglich. Okay, jetzt. Jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss. Nee, wir schaffen das schon. Na, ah, Penner. Das hat nicht funktioniert. Ah, okay, wir können doch anvisieren. Das ist schon mal sehr gut. Aber anscheinend nur, wenn wir nur einen gewissen Abstand zum Gegner haben. Ey, hast du sie noch alle? Mit deiner Bauernkarre. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut, oder? Oh. Tja. Man kann ja nicht immer gewinnen, ne? Aha! Wirklich eingefroren.
Mensch. Den mit seiner Hillbilly-Karre kann ich im Weg bleiben. Ja, sehr gut. Darf mir nur nichts passieren. Das sah doch gut für mich aus. Boah, es wird knapp mit dem da vorne. Also ich muss das jetzt auf jeden Fall gewinnen. Ich bin der Zweite geworden. Ja. Vielleicht reicht es ja mit den Punkten. Ja, ich pack's nicht. Wir sind zusammen auf Platz 1 mit dem Brawler Pierre. Ja, sehr cool. Und jetzt kommen wir alle wieder zurück in die Kiste. Ja, super Leute. Wir haben es geschafft. Finde ich echt geil. Ja, bei mir wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Also, wie gesagt, ladet es euch runter. Es macht unheimlich viel Spaß. Schreibt uns eure Meinung dazu. Hier auf dem Board auf one4u.de oder halt bei YouTube in die Kommentare. Wir würden uns natürlich sehr freuen über jedes Review. Dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es hat Spaß gemacht und ja, dann sehen wir uns bei dem nächsten Angespielt-Video. Bis dahin, einen schönen Tag euch noch. Tschüss!